Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play OMSI 2. Gestern sind zwei neue Addons für OMSI 2 erschienen, und zwar einmal das Addon Wien 1 Linie 24a und dann noch das Addon Wien 2 Linie 23a. Und an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank an Aerosoft dafür, dass ihr mir die beiden Addons hier für das Let's Play zur Verfügung gestellt haben. Und wir werden auch beide Addons hier im Let's Play verwenden. Und da werden wir heute erstmal das Addon Wien 1 Linie 24a verwenden und wahrscheinlich dann schon nach dieser Fahrt heute hier auf der Map, Map Wien aus dem Addon Wien 1, werden wir dann schon als nächstes dann in den nächsten Teilen dann auf der Map Wien aus dem Addon Wien 2 Linie 23a fahren. Genau, wir werden heute also erstmal das Addon Wien 1 Linie 24a verwenden, also hier auf der Map Wien aus diesem Addon fahren. Und da werden wir heute die Linie 24a fahren, das ist auch diese eine Linie, die hier bei dem Addon umgesetzt wurde. Und zwar fahren wir da von der U-Bahn-Station Karkraner Platz. An der U-Bahn-Station stehen wir hier auch schon. Im Moment hier mit dem Bus auf Abstellplatz Nummer 1. Es gibt noch einen zweiten hier, der befindet sich da hinten. Und genau, die ersten Fahrgäste, die werden wir heute hier aufnehmen, da wo auch dieser eine Bus hier steht. Da werden wir heute die ersten Fahrgäste aufnehmen und dann geht es hier entlang, hier die Straße runter, da vorne links entlang und dann Richtung Endhaltestelle. Und zwar heißt die Endhaltestelle Invalidensiedlung. Ihr habt bei dieser Linie, der Linie 24a, drei verschiedene Streckenlängen, also ihr könnt eine kurze Version fahren, eine mittellange Version und eine lange Version, und wir werden heute die längste Version von der Linie fahren. Und während wir da die Linie fahren, kann ich vielleicht auch immer mal kurz ansprechen, wenn wir dann an so Punkten vorbeikommen, wo man eventuell auch die Linienfahrt beenden könnte, genau. Also wo dann die kurze bzw. mittellange Strecke zu Ende ist. Ja, und diese Linienfahrt, die werden wir fahren mit einem Bus aus diesem Addon. In dem Addon sind zwei Busse drin. Und ja, die Features von dem Addon, wie in 1 Linie 24a, werde ich euch später während der Fahrt nochmal genau auflisten. Ja, und wir werden heute hier mit dem neueren von den zwei Bussen, ich glaube, der eine Bus ist nämlich älter, das ist der neuere, mit dem wir heute fahren, mit dem neueren Bus aus dem Addon fahren, und zwar dem Bus NL205M12. Da werde ich euch vielleicht heute, wenn wir genug Zeit haben bei der Fahrt, auch nochmal kurz was zu dem Bus erzählen. Und der ist von den Firmen ÖAF Graf und Stift und der Firma Steyr Daimler Puch. So, dann würde ich sagen, legen wir jetzt direkt mal los mit den Vorbereitungen und wählen erstmal den Fahrplan aus. So, da wählen wir zuerst mal die Linie aus. Da es hier nur eine Linie gibt, die 24a, haben wir hier auch nur eine Linie zur Auswahl. Und bei den Umläufen, da haben wir jetzt hier mehrere zur Auswahl. Wir fahren heute an einem Mittwoch, also an einem Werktag, und da gibt es jetzt hier Umläufe. Da steht jetzt immer eine Zahl da vorne dran, dahinter dann Montag bis Donnerstag und in Klammern noch Schule, weil wir halt jetzt gerade nicht in der Ferienzeit fahren. So, wir gucken einfach mal durch, was passt. Das wäre jetzt in die andere Richtung. Genau, Neu-Esslingen wäre zum Beispiel eine mögliche Endhaltestelle. Ich glaube, das ist für die mittellange Strecke. Und Breitenlee-Schule, das ist die kürzeste Variante. Aber da komme ich nochmal kurz drauf zu sprechen, wenn wir dann auf der Linie unterwegs sind. So, wir gucken mal, wann wir denn hier eine passende haben. Genau, für unsere Fahrt. Karkraner Platz zur Invalidensiedlung. Um 12.25 Uhr wird es dann losgehen da drüben. Auf der anderen Seite von der U-Bahn-Station. Das wäre in, ja, 7 Minuten. Ich denke mal, das sollten wir schaffen. Also drücken wir OK, nehmen den Fahrplan an. Wahrscheinlich lösen wir den einen Kollegen ab, der da drüben steht. An der Haltestelle können wir gleich mal gucken, ob der wegfährt. Ja, genau, den haben wir jetzt abgelöst. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt in den Bus rein, setzen uns hinter das Lenkrad und legen los mit den Vorbereitungen. Beziehungsweise, wir haben ja schon mit Vorbereitungen begonnen, beziehungsweise wir bereiten jetzt mal den Bus auf die Fahrt vor. So. Genau, seht ihr es auch nochmal, Karkraner Platz, U-Bahn-Station, hier fährt anscheinend die U-Bahn Linie 1 los, genau, und hier oberirdisch, genau, ist dann hier die, sind die ganzen Haltestellen für die Busse, und da sind auch hier viele verschiedene Linien, die hier anhalten, da zum Beispiel 31a, auf der anderen Seite werdet ihr auch noch sehen, sind auch noch verschiedene, viele verschiedene andere Linien. So, also, dann werden wir zuerst mal die Bordelektrik anschalten, ganz normal mit der Taste E. So, seht ihr schon, gehen hier die ersten Leuchten an. Vorne haben wir auch eine Straßenbahn langfahren, auch sehr schön. Der Bus hebt sich langsam an, sehr, sehr gut, sehr schön. So, dann als nächstes, war der nächste Schritt, war glaube ich, dann hier diese Codierung hier einzustecken in das IBIS. Warte mal, das ist, ich weiß nicht, ob das genau IBIS heißt, aber ich glaube schon, ne? Ich habe mir das hier mal einen Teil von dem Handbuch ausgedruckt, auch zu dem Gerät. Genau, das ist das IBIS-Gerät hier, so nennt man das auch hier bei dem Bus. Also hier ins IBIS stecken wir jetzt diese Codierung erstmal rein. So, das heißt, die kommt einmal hier rein. Und so, wunderbar. Eben habt ihr auch gesehen, war hier so ein Lampentester, haben alle Lampen mal kurz aufgeleuchtet. So, also, dann haben wir jetzt auch diese Karte da reingesteckt.
Und der nächste Schritt wäre jetzt erstmal hier vorne in diesem Gerät. Ich weiß es gar nicht genau, die Bezeichnung stand im Handbuch. Aber ich weiß es gar nicht mehr genau den Namen. Also ich glaube, es war der nächste Schritt, dass man hier mal kurz drauf drückt und guckt, dass es hier passt. Da muss hier die 2 und das S aufleuchten, weil wir zwei Achsen haben und für was das, also weil der Bus zwei Achsen hat und für was das S steht, weiß ich jetzt aber auch nicht. So, dann der nächste Schritt wäre, den Motor zu starten. Dazu drücken wir einmal M. Haben wir hier den Zündschlüssel, werdet ihr sehen, der geht jetzt erstmal auf Zündung. Also erstmal einmal kurz M drücken, nicht wie bei den anderen Bussen M gedrückt halten, sondern erstmal kurz M drücken und danach jetzt M gedrückt halten, um den Motor zu starten. Wunderbar. Also ihr müsst erst die Zündung aktivieren und dann könnt ihr den Motor starten. So, wunderbar. Wenn jetzt noch nicht genug Druck vorhanden wäre für die Bremsen und so, dann würden jetzt hier noch diese zwei Warnleuchten aufleuchten. Wir haben also schon genug Druck, deswegen leuchten die nicht mehr auf. So, als nächstes programmieren wir jetzt mal die Anzeige bzw. das IBIS, weil ihr seht, bis jetzt steht hier nur 24A. Weil hier ist es nämlich so, ihr müsst jetzt hier, wenn diese Kodierungskarte einsteckt, dann müsst ihr keine Linie und keinen Kurs eingeben, weil es dann bereits eingestellt ist. Wahrscheinlich ist es irgendwie in dieser Karte vermerkt. Ihr seht ja auch, hier steht irgendwas von 24. Vielleicht hat es damit irgendwas zu tun, sehr wahrscheinlich. Und wir müssen jetzt nur noch eine Zielfolge eingeben. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, zumindest habe ich das so verstanden, würde man jetzt hintereinander die Zielnummern eingeben von den Zielen, die man jetzt nacheinander bei der heutigen Fahrt bei den heutigen Fahrten, die man an einem Tag macht oder so, oder bei den nächsten Fahrten, die man fährt, die würde man jetzt hintereinander schon alle ins IBIS eingeben. Da würde man jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt von der Haltestelle Invalidensiedlung, wenn wir erst zur Invalidensiedlung fahren, dann zum Kackraner Platz und danach zur Garage, würden wir jetzt erst die Nummer 1, dann ein Komma, dann die Nummer 2 und dann noch ein Komma und dann die 81 eingeben. Und dann würde der dann immer automatisch passend umschildern. Wir fahren heute aber ja nur eine Linienfahrt zur Invalidensiedlung und deswegen geben wir jetzt hier bei Ziel, hat er auch schon ausgewählt, das jeweilige Feld, was ihr ausgewählt habt hier im IBIS, wird übrigens immer dann hier so auch markiert. Also hier könnt ihr verschiedene Sachen eingeben, Linie, Kurs und so weiter und so fort. So, und wir müssen jetzt einfach nur noch die Nummer 1 eingeben. Steht hier auch schon Invalidensiedlung. Ich hoffe mal, der nimmt das jetzt so an. Ne, das hat er jetzt noch als falsch genommen. Das heißt, wir machen es nochmal, gehen hier auf Ziel, machen mal 1 Komma, mal gucken, ob er es dann akzeptiert. Also um ein Komma zu setzen, müsst ihr hier auf die Außentaste drücken. Ist immer noch falsch, oder? Ja, sagt er immer noch falsch. Gut, dann gehen wir mal so eine längere Zieleingabe hintereinander an. Das heißt, gehen nochmal auf Ziel, 1 Komma. Sagen wir mal, wir würden jetzt wieder danach zurückfahren, machen wir 1,2. So, und jetzt soll das aber stimmen, jetzt soll das akzeptiert haben. Genau, jetzt gucken wir nochmal, dass außen das richtig geschildert ist. Genau, hier steht jetzt auch Invalidensiedlung. Wenn wir dann da wären, würde der wieder umschalten, dann in die andere Richtung. So, das haben wir gemacht. Hier seht ihr übrigens die Verfrühung. Wir haben 1,5 Minuten Verfrühung, jetzt noch eine Minute. Wir müssen uns also ranhalten, sollten jetzt mal losfahren auf die andere Seite hier von der U-Bahn-Station und die ersten Fahrgäste abholen. So, Blinker links ist gesetzt, geschildert haben wir ja richtig. Dann einmal hier rum. So, ihr werdet jetzt noch merken, wenn wir jetzt hier uns in der Nähe von dem Kackraner Platz befinden und wenn wir halt dann jetzt hier um den Kackraner Platz jetzt erstmal fahren, werdet ihr sehen, dass ich da, dass da das noch so ein bisschen ruckelt. Gut, ich habe jetzt 27, 26 FPS, aber nicht die ganze Zeit flüssig 30 FPS. Also hier ruckelt es jetzt noch ein bisschen, aber sobald wir dann so ein bisschen an der Strecke gefahren sind, werdet ihr dann sofort merken, dass es nicht mehr so ruckeln wird. Also es geht dann schon relativ schnell bei den nächsten 2, 3 Haltestellen, wird das Spiel dann schon deutlich flüssiger laufen. So, na, da haben wir ja einige Fahrgäste, die jetzt hier schon auf uns warten. Blinker ist gesetzt. Wir können jetzt zum Beispiel hier das Kneeling aktivieren. Klicken wir einmal drauf. Beziehungsweise erst die Türen freigeben. Und dann müsste eigentlich das Kneeling gehen oder doch nicht. Dann vielleicht erst beim nächsten Mal. Gut. So, gucken wir mal. Na, steigen die Fahrgäste ein? Stehen für die zu weit vorne oder wollen die nicht mit uns mitfahren, weil die sind auch vorgelaufen. Warte mal, machen wir mal kurz die Türen zu. Zur Türsteuerung komme ich gleich mal als nächstes, wenn wir jetzt losgefahren sind. Fahren wir mal kurz ein Stück zurück. Jetzt kommen sie. Gucken, ob wir jetzt absenken können. Nee, aber vielleicht dann später. So, steigen sie ein. Wunderbar, dann kommen sie rein, die Damen und Herren. Na komm, dann fahren wir für die auch noch ein Stück zurück. Dann sollen ruhig alle mitfahren, die mitwollen. Ja, wenn sie weglaufen, ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Gucken, wenn wir die Türen hinten freigeben, steigen die da ein? Ah, die steigen da ein, wunderbar, okay. So, zur Türsteuerung komme ich gleich. Das heißt, wir hätten hinten einfach nur die Türen freigeben können. So, weil hier ist es übrigens so, dass hier keine Fahrscheine beim Busfahrer verkauft werden. So, wir können mal kurz hier gucken.
Ja, wunderbar. Wir können jetzt genau losfahren. Sind gut in der Zeit. Hat gerade so gepasst. So. Und hier können wir direkt weiterfahren. Wunderbar, die Ampel ist grün. Und da biegen wir jetzt rechts ab. So, es blinkt schon. Das Blinken ist hier anscheinend so das Signal. Also ich war noch nie in Wien. Aber das ist anscheinend so das Signal hier bei den Ampeln, dass die Ampeln gleich umschalten werden. So, und hier geht's links lang weiter. So, und da blinkt auch schon die Ampel. Dann sieht es gut aus, dass wir jetzt gleich als Bus hier auch fahren dürfen. Ihr seht ja schon, wir können schon Fahrt erwarten. Und das können wir jetzt auch machen. Dann können wir weiterfahren. Und ihr seht hier bei dem Ibis diesen Schalter, diesen Button hier noch blinken. Und der steht für Ansagen. Da klicken wir jetzt einmal Linksklick drauf. Und dann werden die automatischen Ansagen aktiviert. Also da wird jetzt immer automatisch eine Ansage kommen. Zum Beispiel jetzt für die nächste Haltestelle. So, ja, hatte schon mal gut geklappt, war jetzt am Anfang vielleicht doch noch ein bisschen stressig, weil wir jetzt auch relativ schnell los mussten, war relativ knapp, aber wir haben es noch gut hingekriegt. Und das heißt also, ihr könnt anscheinend auch die Fahrgäste an den Türen 2 und 3 einsteigen lassen, hier bei dem Bus, ja gut, weil die halt hier auch keine Fahrscheine beim Busfahrer kaufen, hier in Wien. Stand auch kurz was dazu im Handbuch, aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau, was da genau war. So, dann kommen wir mal kurz zu den Türen jetzt hier an der Haltestelle Kreigasse. Also, das funktioniert hier folgendermaßen. Wenn ihr anhaltet, dann könnt ihr erstmal ganz normal die Haltestellenbremse setzen. Und das mache ich jetzt erstmal, dann werdet ihr sehen, was passiert. Also, Haltestellenbremse ist gesetzt. Dann seht ihr, geht erstmal die Tür hier vorne auf. Also, die Tür 1 bei dem Bus geht immer dann auf, wenn ihr die Haltestellenbremse setzt. Und die Türen 2 und 3 könnt ihr freigeben, indem ihr die Taste drückt, mit der ihr normalerweise zum Beispiel beim C2 die vorderste Tür aufmachen würdet. Drückt ihr einmal diese Taste und dann sind die Türen 2 und 3 hier freigegeben. Seht ihr hier, leuchtet Freigabe auf. Und um das Freigabe wieder zu deaktivieren, müsst ihr die Taste drücken, mit der ihr zum Beispiel bei dem C2 die zweite Tür auf- und zumachen könntet. Dann betätigt ihr nämlich hier die Taste Freigabe löschen. Dann sind die Türen nicht mehr freigegeben und die Leute könnten die nicht mehr selbstständig auf- und zumachen. So, der VW Golf macht langsam. Danke. Dann fahren wir raus und weiter geht's. Also ihr werdet jetzt hier im Laufe der Fahrt, so, die alte Dame lassen wir natürlich hier drüber. So, dafür sind die Fußgängerüberwege da, dass sie sicher über die Fahrbahn können. Also ihr werdet jetzt im Laufe der Fahrt das wahrscheinlich auch mit der Türsteuerung dann merken, wie das genau ist, mit dem Freigabe und so weiter und so fort. Also immer wenn wir einen Haltewunsch haben, dann... Mannenstraße. Wir bitten Sie, älteren oder behinderten Fahrgästen sowie Personen mit Kleinkindern die Sitzplätze zu überlassen. Also ihr werdet dann, also genau, ihr müsst diese Freigabetaste drücken. Anscheinend einmal halt dann, wenn die Fahrgäste da stehen, hinten einsteigen wollen, dass die Fahrgäste von außen die Türen aufmachen können. Aber ihr müsst auch diese Freigabetaste drücken, wenn zum Beispiel jemand einen Haltewunsch gedrückt hat, wie es jetzt der Fall ist. Ihr seht ja hier das Symbol dazu aufleuchten, die Kontrollleuchte dafür. Und dann, genau, können die Leute nämlich hinten die Türen selbstständig aufmachen. So, und die gehen dann halt nach kurzer Zeit wieder zu, so wie normalerweise halt auch bei anderen Bussen. Wenn die Türen freigegeben sind, gehen die ja auch automatisch hinten die Türen wieder zu. Sofern die nicht irgendwie vom Busfahrer selbst gesteuert werden. So, also Haltestellenbremse setzen. Tür 1 geht auf. Können wir kurz nach außen gehen. Ich drücke jetzt hier Freigabe. Und ihr seht, es geht hier die Tür auf, wo die Dame aussteigen möchte. Oder die läuft jetzt nach vorne. Ne, jetzt kommt sie doch wieder hergelaufen. Weil ich die Tür etwas spät aufgemacht habe. Genau, und dann kann sie hier aussteigen. Und die sollte jetzt wieder automatisch zugehen, die Tür. Aber das dauert vielleicht noch ein bisschen, deswegen. Ja, löschen wir die Freigabe wieder. Lösen die Haltestellenbremse und fahren weiter. Wunderbar. So, die Dame darf natürlich noch sicher über den Fußgängerüberweg gehen. So, ja, und so funktioniert das Ganze hier mit der Türsteuerung. So, da hat ja schon mal alles ziemlich gut geklappt. Ich bin bis jetzt hier auch noch nicht wirklich viel auf der Map gefahren. Ich habe mir einmal schon mal den Linienverlauf von oben angeschaut. Und mit dem Bus bin ich bis jetzt aber auch nur ungefähr bis... Genau, bis zur Haltestelle ÖBB Gartenanlage bin ich schon mal hier gefahren, halt als so testweise, dass ich mir das Ganze halt mal anschauen kann, wie das Ganze funktioniert. Aber viel mehr bin ich mit dem Bus jetzt auch noch nicht gefahren. Genau, hoffe mal, dass es heute eine schöne, sichere Fahrt hier durch Wien wird. Und es ist ja übrigens hier auch eine Karte, wo hier halt ein Teil von Wien real nachgestellt wurde. Und zwar ist der Teil jetzt hier aus dem Jahr 2006. Also ihr könnt hier, wenn ihr die Map hier von dem Addon auswählt, habt ihr die Wahl zwischen 2005 und 2006, weil da war was mit den zwei unterschiedlichen Bussen, wo ich Kollege. Weil da war das so, dass es da halt so einen Wechsel in den Bussen gab von 2005 zu 2006, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Halt von diesem älteren Bus, der hier dabei ist, zu dem neueren Bus, den wir jetzt hier fahren.
Aber ganz genau weiß ich jetzt auch noch nicht, wie das genau war, aber ich glaube ungefähr irgendwie sowas war das. Und da könnt ihr halt dann halt auch so passend realitätsgetreu dann halt fahren mit diesen zwei Bussen. Also das Ganze ist jetzt hier in Wien Schwer zum Zeit... Weg, Kurzstreckengrenze, umsteigen zur Linie 27a. Also das Ganze stellt jetzt hier Wien zum Zeitpunkt 2006 nach. Und vielleicht wohnt ja der eine oder andere von euch in Wien. Ich glaube sogar, dass der eine oder andere Zuschauer, jetzt von mir auch aus Österreich kommt. Habe ich auch schon öfters mal in den Kommentaren gelesen, dass jemand in Österreich wohnt oder sowas. Und vielleicht sogar in Wien, meine ich sogar, dass jemand das auch mal in die Kommentare geschrieben hat. Und vielleicht schaut ja der eine oder andere, der aus Wien kommt, hier dieses Video. Warte mal, wir können, glaube ich, hier auf dieser Spur bleiben, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe, weil hier steht ausgenommen Linienomnibusse. Das heißt, wir könnten doch hier gerade ausfahren, oder? Ich denke mal schon. Ich mache es jetzt einfach mal. Vielleicht kommt ja der eine oder andere von euch, der hier dieses Video schaut, aus Wien. Da würde ich mich freuen, wenn jemand so eine Beurteilung dazu abgibt. Vielleicht wart ihr nämlich schon mal hier auf diesen Strecken unterwegs. Vielleicht sogar schon mal mit der Buslinie hier. Oder seid schon mal hier irgendwie lang gefahren, lang gelaufen. An einem Streckenabschnitt, den wir heute hier in Wien fahren. Und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr mal unten in den Kommentaren so eine Beurteilung da lasst, ob ihr das hier wiedererkennt, ob das so halt zur Realität sehr gut übereinstimmt und so weiter. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, wenn ihr da unten dazu Feedback in den Kommentaren da lasst. Ich habe zum Beispiel mal auf Google Maps jetzt hier mal kurz geschaut beim Kakraner Platz, wie das da so aussieht. Und es sah wirklich da auf diesem, wenn man da halt reales Luftbild macht, also das Satellitenbild sich anschaut, dann sieht es wirklich genauso aus wie hier. Aber genau, vielleicht kann es ja mal der ein oder andere von euch beurteilen, der hier in Wien wohnt. Wäre auf jeden Fall sehr cool, wenn da jemand von euch das in die Kommentare schreiben könnte. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, was so die Meinung von denen ist, die aus Wien kommen, wie gut es hier nachgestellt ist. Aber ich denke mal, das wird den Entwicklern auf jeden Fall eigentlich schon ziemlich gut hier gelungen sein. Also auf jeden Fall hier von Schildern und so, von den Haltestellenschildern und auch von den ganzen Schildern hier mit den Wegweisern und so weiter, sieht auf jeden Fall alles sehr realistisch, sehr echt aus.